Olli, bist du heute privat oder im Dienst? Ich bin am Privatweg. Ja, dann schauen wir rein, oder? Wenn wir privat da sind. Gunther! Hallo? Grüß Gott. Wo ist keiner? Auf geht's ins Steirerland. Gunther macht hinter mir den Super Django. Grüß Gott. Mit der zweiten Hälfte? Wie viele Hälften haben Sie? Die bessere Hälfte ist die zweite Hälfte, ist meine Gattin. Grüße Sie, ich bin der Gunther. Ich bin der Herbert. Servus Herbert, das ist der Olli. Hallo, servus. Warum hast du mit der telefoniert? Weil sie nicht da ist, klarerweise. So ist sie nicht da. Berufstätig, Kindergärtnerin. Aha. Sie auch? Beim Schuhmarkt, sehe ich? Ja, Schuhmarkt, ja. Das war mein letzter Fußballverein, wo ich noch aktiv Fußball gespielt habe. Olli, hast du ein Piercing? Nein. Dann werden wir jetzt eins aussuchen für dich. He? Nein, ich habe auch keins. Irgendwas Spezielles. Gehen wir es an. Wollen wir mal eine Wadelkontrolle machen? Ja, ich weiß nicht, ob es so weit drauf geht. Schauen wir gleich. Oh ja, das sieht man, oder? Ja, auch die, ja, ja. Da hat man noch ohne Schienbeinträger gespielt, was später ja nicht mehr der Fall war. Auch staatlich geprüfter Schiedsrichter. Grüß Gott, schön. Guten Tag. Was habt ihr so für ausgefallene Piercings? Und das ist Ihr? Das ist unser damals Ziel, das ist ein Wochenendhaus. Ja. Wir wohnen in Graz und das ist unser Wochenendhaus da im Buch bei Weiz. So wahrscheinlich? Ja. Was sind das? 0815 Piercings. Das sind Zirkon-Ringeln. Wie heißen die? Zirkon. Das Material ist Zirkon. Ist sehr hartes Material und schaut aus wie Gold. Aha. Und das ist aber keins. Verträglich. Genau. Man sieht es ja von meiner Figur her, dass ich ein bisschen ein Biertrinker bin. Sie sind passionierter Biertrinker, schau. Passionierter. Bauchel? Ein bisschen Bauchel, ja. Das kann man sein. Nicht sagen, weil es ein Biertrinker ist. Wo kommt ihr her? Goldfährig. Wir sind von Steiermark ganz und tragen uns mit dem Gedanken, uns irgendwo was durchstechen zu lassen. Ja, zu meinem 40. Geburtstag habe ich von meinen Kollegen. Von den Yellow-Kollegen. Yellow-Kollegen. Sind das lauter Chinesen? Humanik, nein, ist eine Tochterfirma von Humanik. Humanik. Keine Chinesen. Keine Chinesen. Warum heißt es Yellow dann? Ich hoffe nicht. Da bin ich der falsche Ansprechpartner, das weiß ich nicht. Was gibt es denn Besonderes jetzt? Einmal was Ausgefallenes? Ich meine, abgesehen vom Ohrlapperl. Ja, ausgefallen. Es muss immer so platziert sein, dass man sich halt nicht weh oder verletzen kann. Und wo könnte man sich verletzen? Bei der Augenbraue zum Beispiel mit den Sturzhalmen. Auf jeden Fall habe ich von diesen Kollegen da 40 verschiedene Biergläser mit Bier, dementsprechend Bier und so bekommen. Darf ich einmal was fragen, bitte? Bitte. Sehr. Frag einmal. Im Grund so hätte man eine spezielle Frage, der hätte gern ein Kleinhirn-Piercing. Ist sowas möglich? Naja. Dann schauen wir in den Keller, würde ich sagen, oder? Ich bin im Keller. Der ist da draußen zum Beginn. Wie man es verlassen, müssen wir da runtergehen, ja? Auf der Neurologie wird das ja öfters gemacht. Komm, ja. Ja, auf der Neurologie dann die Kleinen. Was kommt da rein so? Sind das auch solche. Wie heißen die? Das hängt vom Hohlraum dann ab. Das war ein alter Brunnen. Ja. Und jetzt ist gesagt, ein neuer Brunnen. Jetzt ist ein neuer Brunnen, ein neuer Ziehbrunnen. Aha, da ist sicher reichlich vorhanden bei mir. Ja. Also da könnte man schon richtig ein großes Ring reinhauen. Und da, der Steinprotz da hier wiegt 4,3 Tonnen. Aha, und ich bin sehr stolz drauf. Da bin ich derjenige gewesen, der was da jeden einzelnen Stein hergetragen hat. Aha. Und eben mit dem Schwiegervater aufgebaut. Und ein paar Bier getrunken dazu wahrscheinlich. Und ein paar Bier getrunken, ja. Der Schwiegervater hat auch einmal ein paar Bier getrunken. Sie sind selbst gebürst. Bitte? Ja, Postbierling habe ich. Ja, können wir das einmal anschauen? Bitte? Können wir das einmal anschauen oder ist Ihnen das ein bisschen. Das wollen wir jetzt einmal sehen. Oh, ganz schnell. Mal schauen Sie es, ja, ganz schnell. Rucki zucki. Und das ist so, dass Sie so viel Bier trinken, haben Sie eigentlich schön was weitergebracht da. Ja, ja. Ich habe es jetzt um 20 Jahre. Es ist am 19. Mai, waren es 20 Jahre. Der Brunnen und das Haus. Habe ich das Grundstück und das Haus. Ja, da wäre mir lieber natürlich, dass da ein Bier rauskommen würde, aber das ist leider nicht so. Es ist ein frisches Wasser. Ja. Kann man das trinken? Das kann man trinken auch. Das werde ich jetzt trinken da. Ja, ja. Da werde ich probieren. 3 zu 1. Brustwarzenpiercing, Steiermark 1 vom Herrn. Hip-Hop, grüß Gott. Und dass man eher zum Keller findet. Das Stichwort. Stichwort Keller. Schau mal, die Garde sagt immer. Wie heißen Sie? Ich bin der Franz. Der Franz mit dem Brustwarzenpiercing. Haben die Damen auch Brustwarzenpiercing vielleicht? Wie die Mutter immer sagt, meine Mutter, das heißt die Gattin, das ist mein Wohnzimmer. Ja.
Aber im Großen und Ganzen, muss ich ehrlich sagen, im Sommer hält man sich gerne da auf, weil natürlich draußen sehr warm ist und da es doch kühler ist und vor allem die Biere da sind. Und außerdem will man ja nicht zu braun werden. Noblesse oblige, oder? Ja, wenn ich zurückkomme von Urlaub, heißt es immer, bist du in der Lurgrotte gewesen. Weitaus intimer, das Intimpiercing als das Zungenpiercing. Ja. Wie vertragt ihr Zungen- und Intimpiercing miteinander? Da habe ich keine Erfahrung. Nicht. Da sind aber relativ viele Bierdeckel, das ist ja... Das ist auch gehört, auch zur Sammlung dazu von mir. Ja. Das sind auch wiederum Kollegen gewesen, ein ehemaliger Arbeitskollege, der hat mir einmal, ich glaube, 200 oder was gegeben. Jetzt zur Zeit habe ich einen Stand von 760. Und die Dame jetzt, wenn wir zurückkommen, nochmal Piercings irgendwo? Da zum Beispiel, Tragus. Wie heißt das? Tragus. Uhr, habe ich gedacht, heißt das. Ah, da ist der Tragus. Tragus-Piercing. Mhm. Jawohl. Alles Mögliche, oder? Halloween. Ja, ja, Halloween. Ja, der Messe im Kopf. Ist Ihnen auch schon mal so gegangen? Leider noch nicht. Was hast du? Weil dann wird er auf dem Bierdeckel haben. Was hat das dabei, Tragus? Das heißt so die Stelle da, beim Ohrläppchen, der Knorpel. Ohrknorpel. Ohrknorpel alias Tragus. Ist das ein Vulgarname oder was? Das Vulgar ist der Name, wo das Piercing ist. Wie lange brauchen Sie für Krügel? Na ja, nach einem Fußballspiel vielleicht 2 Schluck. Ja? Ja, ja. Können wir das nachvollziehen jetzt da? Können wir nachvollziehen. Optimal. Ja. Dann kriegen wir eins. Ja, selbstverständlich. Optimal. Kühl? Kühl bitte, ganz kalt. Frisch, oder? Ganz kalt. Du bist überhaupt kein Anatom, merke ich. Und was haben wir sonst noch? Das brauchen Sie nur sagen, Sie brauchen nicht alles herzeigen. Vormilch brauchen wir nicht. Nein, ich bin für Murauer. Murauer. Oder lieber Haarmilch für dich, nichts? Nein, nein. Was darf ich dir geben? Ich krieg ein. Ich nehme auch ein Murauer. Auch ein Murauer? Ja. Wo wir sonst noch gepierst haben. Brustpiercing habe ich. Ja? Ja, an beiden Stellen. Sehr gut, wo noch? Das war's. Sind Sie mit dem Herrn Franz zusammen? Genau, ja. Sie sind die Frau Franz? Genau, ja. Schau, Olli, die Dame hat sich angepatzt beim Biertrinken. Voll. Das rinnt runter bis zum Bauchnabel, das hätte man schon längst wegwischen können. Die Dame, glaube ich, ist keine Biertrinkerin. Frau Franz und Herr Franz, wieso haben Sie eigentlich nur eins oder haben Sie auch zwei? Nein, ich hab nur eins. Ich meine, das wird keine Biertrinkerin sein. Ich gehe davon aus, dass das sicherlich keine Biertrinkerin ist. Aber vor 30 Jahren habe ich vielleicht auch so ausgeschaut, nicht so damenhaft. Da haben Sie nicht so viel Bier getrunken, ja, oder? Nicht so damenhaft, richtig. Da habe ich begonnen zum Biertrinken. Muss man eigentlich, wenn man jetzt den Piercing-Beruf ausführt, auch selber passionierter Piercing-Träger sein oder geht es ohne auch? Es wird sicher ohne auch gehen. Ja. Aber die Nähe fällt dann ein bisschen, oder? Erfahrungswerte. Ja, man kann sicher Erfahrungen weitergeben. Ja. Vor allem, wenn man hängen bleibt, kann man sagen, wie es weh tut. Servus, Herbert. Prost, servus. Servus. Prost, servus. Jetzt eine andere Frage. Die Dame, Brustwarzen, bisschen, verliert man da nicht ein bisschen auch das Gefühl in den Brustwarzen? Eher das Gegenteil, es wird stimuliert. So? Mhm. Und das gehört alles da dazu, zu deinem Häusl? Ja. Wie viele Quadratmeter gibt es da? Insgesamt haben wir 3400 Quadratmeter. Mit Wald, mit allem drum und dran? Mit Wald, mit Bacherl, ja. Also alles drum und dran, was man sich eigentlich vorstellen kann. Als Erholungszentrum bzw. Erholungswochenendhaus. Tut es weh, wenn man das durchsticht? Nein, es ist nur ganz ein kleines Pixel. Mehr nicht. Sicher? Ganz sicher. Oder sind das jetzt marketingstrategische Aussagen, die Sie da hier treffen? Wir sagen zur Kundschaft immer, ob es weh tut oder nicht. Also die Wahrheit. Weil die Kundschaft spürt es ja kurz danach. Ja. Und da drüben ist das Biotop. Ja, das ist unser Teich, ja, ist ein Biotop. Ja. Mit Goldfisch. Habe ich 6 Stück bekommen, jetzt sind glaube ich 70 drinnen. Und wie viel so Piercings schießt ihr jetzt am Tag da durch die Leute? Kann man. Es ist schwer zu sagen, das kann man nicht sagen, wie viel. Sieht man es da irgendwo, die Fischerl? Das kommt drauf an, also normalerweise sieht man es auch. Sollen wir es mit Bier mal ködern ein bisschen? Ja, ich weiß nicht, ob es da richtig noch schwimmen kann. Soll ich probieren einmal? Probieren wir, ja. Jetzt, pass auf, Olli, schau. Ja, danke vielmals. Bitte. Wünsche euch noch viel Spaß. Macht ein paar Löcher in unsere Steirerinnen und Steirer. Ja. Und ja, vielleicht macht es euch selber auch noch ein paar Löcher rein. Oder? Familie Franz, Herr Franz, Frau Franz und Nichte Franz, danke für die Einblicke ins Piercing-Geschäft. Jetzt müssen Sie ja gleich kommen normal, oder? Oder trinken die nicht? Ja, ich weiß nicht. Ich habe noch nie probiert, ehrlich gesagt. Kommt nichts. Wahrscheinlich haben die gerade eine Party irgendwo da unten, in dem unteren Bereich vom Biotop, oder? Im grünen Bereich haben sie es. Im grünen jetzt Bereich? Ja. Das ist jetzt der gelbe Bereich, der, weil wir Bier reingeladen haben. Richtig, ja, ja. Was könnt ihr mir empfehlen eigentlich so? Was nicht gut ausschaut bei mir, ist nichts, oder? Intimpiercing. Ah, wo? Ja. Wie heißt das? Prinz Albert, oder? Ja, Prinz Albert, Frenum.
Verkaufen hätten Sie das nie, oder? Verkaufen, das ist immer alles eine Frage, nicht? Eine Kostenfrage. Wenn nein, jetzt hören Sie auf, Sie verkaufen das. Wenn der Preis stimmt, ja. Frenum ist was? Frenum ist vorn beim Häutchen. Aha, das tut weh. Nein. Was jetzt? Bei welchen Häutchen willst du aber rein tun? Die ganze Bierdeckelsammlung, alles verkaufen Sie mit? Alles würde ich verkaufen, ja, auf alle Fälle. Aus dem folgenden Grund, weil wir nach Süden von Graz ziehen wollen und dass da hier natürlich doch entlegen ist. Ich weiß es nicht. Mir wird aber schon schlecht, wenn ich daran denke. Gehen wir schnell, weil sonst passiert irgendwas da. Familie Franz, Wiederschauen. Immobilienservice, dieses wunderbare Anwesen vom Herbert samt Bierdeckelsammlung, samt Brunnen, samt Griller, samt Biotop mit 70 Goldfischen, samt Holz. So mit allem drum und dran, 3500 Quadratmeter in prächtigster Lage in der steirischen Apfelstraße. Richtig, in der Oststeiermark, das ist richtig. In der Oststeiermark. Gibt es zum Erwerben beim Herbert. Jawohl. Interessenten rufen bei Steiermark 1 an und wir verbinden dann. Weiter, bitte, ja. Das wäre super. Ah, ich bin hängen geblieben. Siehst du, die halten es jetzt schon da, du bist jetzt dran. Die kassieren es jetzt da. Wiederschauen, danke. Ja, Olli, und falls die Leute wissen, welche Sendung wir am Anfang dieser Folge von Auf geht's parodiert haben, rufen Sie an. Grazer Ruf Nummer 734 735 10. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen und zu gewinnen gibt's wie immer nichts. Nichts. War nichts.